Das Raoul Kollektiv ist eine Theatergruppe aus Belgien. Das sind 5 Schauspieler, 5 sehr, sehr gute Schauspieler, die wir einfach mögen. Wir haben schon 2 Stücke von dem Raoul Kollektiv eingeladen in den letzten Jahren und das ist jetzt das dritte, das letzte Stück von der Theatergruppe. Ich glaube einfach, ab dem Moment, wo man das Raoul Kollektiv live erlebt hat, hat man einfach Lust, alle weitere Theaterarbeiten von diesen 5 Jungen zu sehen. In diesem Stück wird es gefeiert. Es wird gefeiert, ein paar Leute sind auf der Bühne, wollen etwas feiern, aber die Frage ist, was genau und vor allem wie. Es wird gesprochen, diskutiert, gestritten. Das ist ein bisschen wie am Ende einer Hochzeit. Alle haben ein Glas in der Hand, heben einfach die Hand und es ist auf die Freiheit, auf das Zusammensein, auf die Solidarität. Und extreme viele Themen werden da angesprochen. Das ist sehr chaotisch, das ist extrem schlau geschrieben, das ist sehr, sehr unterhaltsam und extrem viel Humor gibt es auch natürlich. Dieses Stück lässt sich überhaupt nicht zusammenfassen, man muss einfach dabei sein. Und interessant ist, dass es nicht nur Schauspiel ist, das sind großartige Schauspieler, die da auftreten, die sind aber großartige Musiker. Und man merkt auch, wenn sie nicht mehr einig sind, wenn sie sich so sehr streiten, dann spielen die Musik. Und es ist Jazzmusik. Und durch die Musik müssen sie sich einigen, um zusammen einfach tolle Rhythmen zu entwickeln. Das Stück in Zeremonie ist auf Französisch, wird zum allerersten Mal übertitelt in deutscher Sprache. Es gibt viel Text. Aber das gehört dazu, dass man vielleicht so ein paar Anspielungen versteht, ein paar humorvolle Sätze versteht oder nicht. Das ist genau das gleiche für den Franzosen. Und vor allem, was man da im Kopf behält, das ist die Ausstrahlung von den Schauspielern. Das heißt, das ist wirklich ein Erlebnis, man muss einfach dabei sein. Und ja, Übertitelung, aber das ist extrem schön, weil das deutsche Publikum, das deutschsprachige Publikum, hat die Möglichkeit zum ersten Mal diese Arbeit von dem Raoul Kollektiv zu erleben. In Zeremonie vom Raoul Kollektiv zeigen wir an 2 Tagen, und zwar am 4. und am 5. Mai 2022, jeweils um 20 Uhr in Saargemünd. Und im Rahmen von unserer Partnerschaft mit dem Transfestival Passage organisieren wir einen Publikumsaustausch. Das heißt, wir waren auf dem Transfestival Passage mit dem Perspektivpublikum und das Transfestival Passage kommt zu uns nach Saargemünd am 4. Mai. Das heißt, auch das Publikum aus Metz und Umgebung wird die Möglichkeit haben, Une Cérémonie live zu erleben.